Hi Leute, so heute ist mein drittes Video. Langsam habe ich mich ein wenig an die Kamera gewöhnt und es fängt da an, mir Spaß zu machen. Und ich habe mir jetzt wieder ein paar Kleidungsstücke bestellt, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und anfangen tue ich mit einem schwarzen Rock. Also der Rock ist gerade geschnitten. Hat seitlich ein Band eingenäht mit am Ring, ist aber fest vom Stoff her. Hat hinten einen Reißverschluss. Also ich habe mir jetzt den Rock in Größe M bestellt. Besteht aus Polyester und ist aber, wenn man den Stoff anfasst, sehr angenehm. Ist er ein bisschen mehr glänzend. Hat seitlich hier so ein wenig Streifen mit runtergenäht. Und wie gesagt, ist gerade geschnitten. So, und mein nächstes Oberteil. Also ist in weiß, oben mit am Kragen. Ich denke jetzt nicht so hoch wie ein Rollkragen. Schaut ein bisschen kordähnlich aus. Ist leicht durchsichtig. Also es schimmert ein bisschen durch, aber es geht trotzdem noch. An sich, die Ärmel sind lang. Habe ich mir auch in Größe M bestellt und ist auch aus Polyester. Und hinten ist es rückenfrei. Mit Schleife hinten, also die kann man zubinden dann. Ja, und also ich finde, die Schleife ist so lang, die kann man sich auch nach vorne binden, dass hinten die Bändel nicht so weit runterhängen. Aber das muss ich jetzt einfach ausprobieren. Und auch vom Stoff her ganz weich. Mein nächstes Oberteil ist in Batik eingefärbt. Der Ausschnitt relativ tief und ein bisschen wellenförmig abgenäht vom Ausschnitt her und auch vor den Ärmeln unten sind auch ein bisschen gewellt vernäht. Das habe ich mir auch in Größe M bestellt. Auch vom Stoff Polyester. Ich finde, es passt ideal zu Jeanshosen, zum Jeansrock. Dann habe ich ein Trägershirt, auch in Batik-Optik. Wie gesagt, mit Trägern. Auch schön weit ausgeschnitten, jetzt nicht so weit wie das andere. Ist ein bisschen eigentlich wieder in Kord-Optik.
Genau, ist Cotton der Stoff, also Cottonstoff. Das habe ich mir auch in Größe M, also 38 bestellt. Kann man auch Jeanshosen, Jeansrock, Jogginghose. Ist eigentlich so eher sportlich, das Oberteil. Hier ein Oberteil in Schwarz. Oben eigentlich auch wieder wie so ein Kordstoff. Hinten mit Knöpfen. Der Ausschnitt ist hoch, also eigentlich fast wie ein Rollkragen. Unten ist es durchsichtig, ja eigentlich wie ein Netz und auch mit Streifen reingenäht. Die Arme lang, aber auch sehr angenehm vom Stoff. Das ist jetzt wieder aus Polyester. Glänzt auch. Ist nicht durchsichtig. Und auch von der Brust her nach unten ein bisschen abgenäht. Jetzt komme ich dann zu meinem absoluten Lieblingsteil von meiner Auswahl. Das ist ein Top im Bandanda-Stil. Oben mit Gummiträgern, also sind dehnbar. Oben der Gummizug, also haben sie einen Gummizug eingenäht. Hinten verläuft es mehr gerad am Rücken und vorne, wie gesagt, spitz nach unten. Bin mir sicher, das kann man eigentlich auch ohne Träger tragen, weil es ja oben einen Gummizug hat. Muss man ausprobieren. Aber vom Muster her und hinten ist es dann ganz schwarz am Rücken. Auch das habe ich in Größe M bestellt und ist aus Cotton. Der Stoff. So, das war jetzt die Auswahl von heute. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich habe noch mehr Sachen zum Vorstellen. Deswegen nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt, wenn mein nächstes Video online geht und ich noch mehr von mir zeigen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen, eure Barbarista.